Liebe Jungfrau, mein Name ist Emmanuel von Zehnstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin und das ist die allgemeine Vorausschau für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. des Monats bilden Pluto und Merkur eine Konjunktion in Steinbock. Elternteile und Großeltern werden sich ernsthaft mit ihren Kindern und Enkelkindern auseinandersetzen. Themen wie Bildung, Fortbildung und die Förderung von Pilotprojekten können am Monatsanfang stark in den Vordergrund treten. Wenn dies nicht zutrifft, dann wirst du dich ernsthaft mit einem Thema beschäftigen und von deinen analytischen Fähigkeiten Gebrauch machen. Am 6. des Monats tritt Mars in Stier ein. Bis 3. März ist eine Reorganisierung und eine neue Ausrichtung vor allem im beruflichen Bereich notwendig, sodass man finanziell über die Runden kommen kann. Vielleicht sollte man sein Wissen erweitern, um die Erfolgschancen bei schriftsprachlichen Herausforderungen im beruflichen oder anderen Kontexten zu erhöhen. Am 8. des Monats hast du Merkur in Wassermann eingetreten. Bis 15. März wirst du mehr unterwegs sein wollen oder müssen. Handarbeit, handwerkliche Tätigkeiten und Reparaturen sind mit diesem Transit bis zum Monatsende begünstigt. Am 9., meine liebe Jungfrau, hast du Merkur Quadrat Mars. Bis 15. Januar sollte man sich nicht zu sehr anstrengen, eine Sache so schnell wie möglich zu erledigen, ansonsten wird man höchstwahrscheinlich einen Fehler begehen. In dieser Zeit sollte man achtsamer mit dem Auto fahren. Danach, zwischen 10. und 11. des Monats, haben wir Merkur-Konjunktion Saturn mit Jupiter. Diese Konstellation stellt eine Prüfungskonstellation dar. Das Unterzeichnen oder Erstellung eines Dokuments kann wichtig sein. Am 12. Januar haben wir Merkur Quadrat Uranus. Die sachliche und rechnerische Feststellung von Chancen und Problemen ist erforderlich. Eine Auszahlung oder eine Erstattung geleisteter Beiträge kann in den Vordergrund gestellt werden. Am 13. haben wir Mars Quadrat Saturn. Bis Anfang Februar könnte man zunehmend unter psychischen Druck geraten. Stress und Mehrfachbelastungen sollen möglichst minimiert werden, meine liebe Jungfrau. Du hast am 13. Neumond in Steinbock, das heißt, bis Februar kann eine neue Geldinvestition notwendig sein, damit man sich geschäftlich und kreativ besser entfalten kann. Im Bereich der Kinder und Enkelkinder gibt es bis Mitte Februar neue Entwicklungen, die eine gewisse Unsicherheit beinhalten. Am 14. haben wir Venus Trigon Uranus. Vielleicht solltest du eine Veränderung in deinem Leben einleiten, damit du mehr Liebe, mehr Freude und Gelassenheit erlebst. Auch am 14. haben wir Uranus direkt in Stier. Bis Anfang 2021 wirst du dich bemühen, deinen Lebenshorizont zu erweitern und dich in unbekannten und anspruchsvollen Situationen zu begeben. Zwischen 15. und 17. haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Deine Weltanschauung ist wahrscheinlich nicht im Einklang mit der Weltanschauung deiner Familie oder der deiner Mitmenschen und es wird dir an diesen Tagen bewusst. Zwischen 18. und 20. haben wir Mars Konjunktion Uranus in Stier. Die erfolgreiche Durchführung deiner persönlichen Projekte hängt von deinen Fähigkeiten ab, neue Ideen und Lösungen zu schaffen. Zwischen 21. und 24. haben wir Sonne Konjunktion Saturn in Wassermann. Deine organisatorischen und geistigen Fähigkeiten sind bei der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe gefragt. Diese Konjunktion kann Veränderungen in Bezug auf deine Laune, Energiepegel und Schlafverhalten verursachen. Zwischen 25. und 27. haben wir Sonne Quadrat Uranus.
Meinungsunterschiede mit Vorgesetzten und älteren Menschen können entstehen. Am 28. hast du einen Vollmond in Löwe. Wahrscheinlich solltest du dich aus einer Situation zurückziehen und Distanz schaffen, ansonsten würdest du deine Gesundheit schaden. Loslassen ist wichtig, wenn man die Auswirkungen von vergangenen Ereignissen nicht ändern kann. Am 19. haben wir Sonne-Konjunktion Jupiter in Wassermann. In den Bereichen der Familie, Wohnung und Arbeitsplatz gibt es große Veränderungen. Und dann am 30. haben wir Merkur rückläufig in Wassermann bis Anfang März, meine liebe Jungfrau. Könnte eine Situation eintreten, die eine Veränderung im Alltag und den Lebensgewohnheiten erforderlich macht. Falls zutreffend, kann eine Reorganisation oder Umstellung am Arbeitsplatz erforderlich sein. Meine liebe Jungfrau, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Wenn du eine genaue und individuelle Vorausschau brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen guten Start in das neue Jahr 2021. Alles Gute und bis zum nächsten Video.